Moin Moin, herzlich willkommen zum Bildbesprechung Samstag. Ihr werdet es nicht glauben, ich weiß es noch ganz genau, vor kurzem habe ich hier auf diesem Sofa mit dem Paddy gesessen und da habt ihr unter das Video geschrieben, ihr wünscht euch mehr Bildbesprechungen, wo jemand Zweites dabei ist, weil es dann eben eine zweite, vielleicht auch mal konträre Meinung gibt und vor allem, weil es ein bisschen unterhaltsamer ist. Und auch heute möchte ich hier wieder eine Menge Raum demjenigen einräumen, der hier sitzt. Das ist der Christian Popkiss, der stellt sich gleich nach dem Intro kurz vor. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer und neben mir sitzt der Christian Popkiss. Und heute ist Bildbesprechung Samstag, wie immer Samstag 14:30 Uhr, Bildbesprechung auf diesem Kanal, du weißt es. Und den ganzen Rest des Gesappels lasse ich heute weg, weil ich möchte dem Christian ein bisschen Raum einräumen. Und vielleicht kann Christian sich kurz vorstellen, sagen, wer er ist, was er so macht. Und dann gucken wir uns anschließend die Bilder von euch für heute an. Super, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern geschehen. Ich komme immer gerne bei dir vorbei, das ist immer sehr kurzweilig und macht richtig Spaß mit dir. Aber das weißt du ja auch schon. Mein Name ist Christian Popkiss, ich bin Fotograf aus Hamburg, Diplomdesigner und Initiator und Kurator vom Oberstdorfer Fotogipfel und der Kurator vom Fotohafen Hamburg und habe natürlich einen Heißhunger auf tolle Bilder und bin gespannt, was du mir da zeigst heute. So, und wir wollen eins nicht vergessen, der Christian ist auch der Erfinder der Fototurns. Wenn du da draußen sagst, Achtung, Fototurn, das interessiert mich, hier oben in der Infokarte sind die nächsten Termine verlinkt, da kannst du einfach mal raufklicken, dann landest du bei uns auf der Webseite und der Christian hat es mal erfunden. Der Christian ist auch auf bisher, bis auf, ich glaube, einmal auf jedem Turn dabei gewesen, was total verrückt ist. Ich war bei jedem. Ach, du warst bei jedem sogar, ne? Du bist aus New York zurückgekommen, weil du dachtest, ich bin nicht da und dann standen wir dabei. Ja, genau. Ich habe ja schon häufiger geschwänzt natürlich. Und den Matthias schicken müssen, aber du warst tatsächlich immer da, ne? Aber du musst ja bei Fotoreisen, ist es natürlich meistens hilfreich, wenn du dann auch dabei bist auf der Reise. Das impliziert natürlich, dass du nicht immer hier bist, das verstehe ich völlig. Das hängt so ein bisschen natürlich von der Reise ab, ob ich sie selber mache oder nicht, aber in der Tat, wenn du dann verreist, ist so ein bisschen, das ist wie mit Dolly dem Schaf, ich weiß nicht, ob ich das ertragen könnte, wenn es mich zweimal gäbe. Ich könnte mir vorstellen, die da draußen auch nicht so besonders gut. Komm, bevor wir hier ins Schnacken kommen, wir schalten mal auf mein MacBook und gucken uns mal die Fotos von heute an. Das erste Foto für heute, das ist von Axel Tenter. Tja, und der Axel, der war irgendwo in den Bergen unterwegs, habe ich so den Eindruck, wenn ich da so hingucke. Ja, vor allen Dingen auch mal am Wasser so ein bisschen, ne? Ja, genau. Also irgendwie See, Berge, Hund, Bootshaus. So kurz zusammengefasst. Genau. Wie findest du das Foto, Christian? Ich finde das Foto eigentlich ganz cool. Es ist Vordergrund da, es ist Hintergrund da, es ist Dynamik da, es ist nicht langweilig, es ist die Parallele zwischen dem Dach und dem Bootssteg, finde ich, ziemlich gut konstruiert als Fotograf. Ah, okay. Das Einzige, wo ich mir was gewünscht hätte, was noch ein bisschen anders ist, aber mit Tieren und Kindern ist das immer so eine Geschichte. Nicht? Bei jedem anderen gibst du irgendwie Geld und dann sagst du, mach mal das und das. Kinder und Tiere, schwierige Nummer. Mhm. Wenn der Hund, also das Bild als solches ist super, wenn der Hund ein bisschen weiter nach links wäre, wäre für mich die Spannung ein bisschen größer. Dann ist er aber auch mit dem Kopf da aus der Mitte raus. Ja. Also von daher, ich finde das Bild eigentlich klasse. Ja, also ich wäre persönlich wahrscheinlich ein bisschen tiefer noch gegangen. Dann würde der Hund noch ein bisschen höher vor den Berg kommen und nicht so direkt in dieser Delle da hinten in den Bergen sitzen. Und also ich persönlich würde mir wünschen, ich muss aber aufpassen, wenn es Hunde im Bild sind, kriege ich meistens eine Niesattacke. Und das kann 40 Mal gehen und ich muss dann schneiden. Mhm. Insofern, ich darf nicht so häufig so oft das Wort Hund sagen. Und die Zuschauer hier, die wissen, wovon ich rede. Okay. Wenn der jetzt seine Pfote, die zweite, nach vorne hätte. Ja. Also ich glaube, Hunde sitzen manchmal so oder liegen manchmal so. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Okay. Und ansonsten, in der Tat, schöne Tiefe. Die Spiegelung von dem Bootshaus ist geil. Ja. Wolken ganz gut rausgearbeitet. Was ich ganz ulkig finde, ist, dass diese linke Seite hier so schwarz-weiß wirkt und die andere so farbig. Also, das mag so vielleicht marginal mit der Sonne zu tun haben. Ich wollte nur darauf hinweisen, das ist eben das Schöne an Licht, ne? dass man mit Licht eben ganz verrückte Sachen machen kann. Und hier ist es eben, sieht man, dass das Holz so ganz trist wirkt auf der einen Seite und auf der anderen Seite so schön farbig ist. Wollen wir gucken, das hier ist von Andreas Neppel. Und der Andreas, der war da, wo ich auch schon häufiger war. Der war nämlich in Hangzhou in China. Wer Hangzhou nicht kennt, googelt mal danach. Eine Riesenstadt vor den Toren Shanghais, ungefähr eine Zugstunde entfernt. Ich glaube, etwas über 20 Millionen Einwohner jetzt. Und manche Norddeutsche kennen Hangzhou, weil dort das VW-Werk ist.
So, und da sind diese Tempelanlagen und die großen Seen. Sehr viele Chinesen fahren dahin zum Heiraten. Also so, ich erzähle so ein bisschen was für die, die hier zugucken, weil ich eben ein bisschen Wissensvorsprung habe. Und es kommt selten vor, dass ich weiß, wo Fotos gemacht sind. Meistens oute ich mich und sage, ich weiß nicht, wo es ist. Und da gibt es ganz wilde Kommentare, wo die sagen, Entschuldigung, das kennt doch jeder. So, jetzt kenne ich mal was, ne? Und da ist irgendwie einer dieser Tempel fotografiert und es sind ziemlich viele Menschen hier im Vordergrund. Wie gefällt es dir? Ja, ich habe immer so marginalen Problem mit Sonnenuntergängen, weil man als Sonnenuntergangsfotograf grundsätzlich eigentlich nichts verkehrt machen kann, es sei denn, man hat keine Ahnung von der Kamera oder guckt von der verkehrten Seite durch. ansonsten bei Sonnenuntergang, findet grundsätzlich eigentlich immer jeder schön. Und deswegen ist die Herausforderung, so ein Bild zu machen, nicht so riesengroß. Was der Andreas hier gut gemacht hat, finde ich diese scherenschnittartigen Menschen davor. Ja. Leider ist die Bergkette im Hintergrund, setzt sich nicht genug von dem Tempel oder der Tempel von der Bergkette. Ja. Das verschwimmt alles so ein bisschen. Mhm. Was ich aber cool finde, ist, dass die Sonne noch nicht ganz untergegangen ist, sondern dass da noch ein Tucken von da ist. Das finde ich toll. Mhm. Und also mir persönlich fällt noch auf, die Menschendichte hier am Ufer könnte ein bisschen geringer sein, dass nicht so viele zu so Blöcken verschmelzen, also die, die so einzeln dastehen. Ganz links sehe ich jemanden, der ein Handyfoto macht, typisch, ne? Ganz links am Rand. Dann hält er jemanden anderen an der Schulter fest und zwei stehen da Arm in Arm. Also ich interpretiere so ein bisschen was da rein, wie immer. Ne? Und aber in der Mitte, unter dem Tempel, ist so ein Klotz von Menschen, sage ich jetzt mal. So eine Ansammlung. Und wenn da Einzelne stehen würden, fände ich es tatsächlich auch noch ein bisschen schöner. Ja, und ansonsten sind natürlich Sonnenuntergänge auch so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Es gibt natürlich ganz viele Menschen, die würden jetzt sagen, Mann, ist das kitschig. Und wenn ich da so hingucke, wahrscheinlich ist an den Farben auch noch ein bisschen gedreht, habe ich so den Eindruck. Kann natürlich auch mal so sein, dass so ein Sonnenuntergang so aussieht, aber in Hangzhou ist meistens recht dunstig, weil, ja, was die da in China haben, das weiß ja jeder, ne? Die haben da so ein Problem mit Smog. Und wenn es so gewesen sein sollte, mega Sonnenuntergang. Und ich finde, das Foto lebt tatsächlich von der Silhouette so unten rum, wo die Menschen sind und man sich so ein bisschen was reininterpretieren kann. Der Rest ist, naja, ganz okay. Und vielleicht als Tipp für alle, das Schöne, was Andreas hier gemacht hat, ist, zwei Schritte zurückzugehen. Der Otto-Normal-Sonnenuntergangsfotograf wäre vorne ans Ufer gegangen, hätte gesagt, okay, ich mache vorne am Ufer ein Bild. Eben. Dann hat man gar keinen Vordergrund und gar kein Leben im Foto. Das hätte ich noch viel, viel schlechter gefunden. Ich muss jetzt doch noch mal ganz kurz ein Fass aufmachen. Oh. Und ich weiß, dass ich möchte jetzt hier nicht eine riesengroße Diskussion vom Zaun brechen, aber wenn man so ein Foto macht, dann denkt sich ja der Herr Fotografeur was dabei. Hoffentlich. Und wenn man sowas zum Besprechen einschickt, dann möchte man da ja durchaus auch, dass man sich auf das Bild konzentriert. Mhm. Ich habe ein riesiges, massives Problem, dass Fotografen neuerdings immer ihren Namen und ihr Logo und sonst was vorne irgendwo ins Bild zimmern. Mhm. Also ich verstehe das auch alles. Und hat ja auch teilweise irgendwo eine Berechtigung eigentlich. Für mich jetzt nicht als Kurator nehme ich grundsätzlich keine Bilder, wo vorne ein Logo drin ist. Weil das ist für mich ehrlich gesagt so ein bisschen Volkshochschulniveau. Entschuldigung, ich meine jetzt nicht dich, Andreas. Es wäre frei, ja. Ja. Aber es ist für mich schon mal ein Zeichen dafür, dass entweder spricht das Bild für sich oder es spricht halt nicht für sich, da muss ich auch nicht draufschreiben, wer es war. So, bei diesem Motiv stört es mich nun ganz besonders doll, weil es dann auch noch weiß ist. Ja, verstehe. So. Und das ist nicht schön. Es gibt ein neudeutsches Wort, das heißt Bildsprache. Und ich brauche da jetzt kein Stoppschild vorne drauf. Nur dieses Bildfeld, was ich damit sagen will, ist, dieses Bild mit diesem Motiv verliert extremst durch dieses Logo. Also dieses Logo-Thema ist hier immer mal wieder Thema, auch weil ich auch manche Logos hasse und ich versehe meine, weil ich möchte, dass die Menschen zu mir finden, wenn sie das Bild sehen, auch immer mal wieder mit Logos, deswegen kann ich mich da gar nicht von freisprechen. Deswegen stelle ich dich ja auch nicht raus. Ja, ist auch völlig in Ordnung. So. Also, pass auf, das machen natürlich hier manche der Einsender, schicken ihr Logo mit, weil sie sagen, Achtung, es ist natürlich, soll auch irgendwie ein bisschen für mich Werbung sein, das kann ich in dem Fall auch nachvollziehen. Ich finde es fast noch schlimmer, und das wissen auch alle, die hier zugucken, wenn jemand so ein Knipsbildchen schickt und dann steht da im Logotitel Art. Mhm. Ja, also da sagt jemand, dass es Kunst ist oder der heißt Art Photographer oder Art Fotograf oder so eine Art Fotograf. Ja, genau, sowas, ne? Das finde ich fast noch schlimmer, aber ich kann das völlig teilen. Normalerweise, wenn ihr eure Bilder irgendwo veröffentlicht,
lasst eure Logos weg. Das ergibt nur relativ selten Sinn. Besonders, wenn ihr die zu einer Bildbesprechung einschickt. Das stimmt. Ich nenne hier jeden Namen, das weiß auch jeder. Also jeder kriegt das bisschen Ruhm und Ehre, was man hier auf dem Kanal überhaupt abstrahlen kann. Das ist nicht viel, aber ein bisschen. Oder als Tipp, wenn man schon sowas machen muss, dann macht einen weißen Rand oder macht einen kleinen weißen Balken. Nee, bloß nicht Passepartout, ist noch schlimmer. Okay. Einfach nur einen weißen, kleinen, schmalen, weißen Balken unten und da den Namen reinschreiben, reicht dicke. Okay, verstehe. Aber nicht ins Bild rein. Okay. Ehrlich, es ist ein Bild, das ist ein Kunstwerk. Sollte eigentlich für sich sprechen. Entschuldigung. Aber alles ist gut, alles gut. Jeder, der hier zu Gast ist in der Bildbesprechung, darf das sagen, was er möchte, weil deswegen machen wir das zu zweit. Bernd Krischka hat hier in Nepal jemanden fotografiert. Cooler Bart. Ja, nee. Sag ich jetzt ist mal klar. So spontan. Auf jeden Fall. Müsste auch mal gestutzt werden, wenn ich hier so nach rechts gucke. Wieso Habe ich auch den Eindruck, dass es da auch nötig ist. Ist ja irgendwie so eine Art wahrscheinlich Streetfoto, sage ich jetzt mal. Also sieht nicht aus wie so ein komplett gepostetes Foto. Also so kommt es jedenfalls bei mir nicht rüber. Es sieht so ein bisschen nach nebenbei geschossen aus. Ich finde hier bemerkenswert, das Licht ist sehr schön. Also wir haben eine sehr schöne Farbtemperatur. So, habe ich hier gelobt, es sieht nicht nach nebenbei geschossen aus. Es ist mit 161 mm fotografiert, also mit einem ganz langen Tele von ganz weit weg. So kann man sich täuschen, ne? Also wahrscheinlich hat der Mann das kaum bemerkt, dass du ihn fotografiert hast, Bernd. Das finde ich ganz unschön. Das weiß hier jeder, der hierbei zuguckt. Ich mag das nicht, wenn man wie Paparazzi aus dem Hinterhalt mit ganz langem Tele Menschen abschießt, die keine Chance haben, sich dagegen zu wehren. Das finde ich nicht so richtig schön. Und ich finde das Gesicht auch sehr, sehr mittig und nicht gut angeschnitten. Wie geht's dir, Christian? Mit dem Foto. Ich schließe mich den Worten meines Vorredners selbstverständlich an. Mir ist was ganz anderes aufgefallen. Ja. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, Bart. Also für mich, wenn man denn, ich wäre dahin, hätte mal kurz ihn gefragt, ob man da was machen könnte, würde dann auch einen anderen Hintergrund nehmen, weil das lenkt total ab. Ja. Und was ich gemacht hätte, ist, ich hätte das dann für Schwarz-Weiß fotografiert, weil ich glaube, dieser Bart, dieses Spiel im Bart mit den Haaren, diese Dynamik da drin, die kommt in einem Schwarz-Weiß-Foto viel besser raus. Mit Sicherheit, also gerade aufgrund der Tatsache, dass wir so ein bisschen gelben, schwarzen und weißen Bart haben, also so ein bisschen grau auch noch dazwischen, also so eine bunte Mischung an Farb- und Helligkeitsinformationen, das hätte bestimmt dem Bild deutlich geholfen. Christian Helmich, der hat Schwarz-Weiß fotografiert. In diesem Fall aber eher gestellt, wenn ich da so hingucke, weil das ist wohl nicht so nebenbei entstanden, in dieser Art und Weise. Ja, und hier bin ich gar nicht sicher, ob Schwarz-Weiß die richtige Lösung war. Mal gucken, was der Christian dazu sagt. Ich finde das in Schwarz-Weiß ganz gut. Okay. Ich finde das Bild aber auch aus zwei, drei anderen Gründen gut. Man merkt, der Fotograf hat sich was dabei gedacht. Auf jeden Fall. Und das merkt man spontan aus zwei Gründen. Einmal, alle stürzenden Linien sind gerade. Mhm. Das finde ich schon mal richtig gut bei dem Motiv. Ja. Das lenkt den Blick des Betrachters auf den Zug, der durchfährt. Ja. Das finde ich großartig. Der Mensch, der vor dem Zug steht, ist genau im Zugfenster drin. Das kann Glück, das kann Pech sein. Ja. Das ist einfach mal genial. Auf jeden Fall. Und diese Atmosphäre von Warten, von Ankommen, von Bewegung und von Stille ist in dem Bild hervorragend umgesetzt. Aber ich sehe rechts unten natürlich auch wieder ein Logo. Also von daher, gut. Was die Schwarz-Weißität dieses Bildes angeht, da geht noch was. Also Herr Adams würde da, glaube ich, noch einige Sachen dazu sagen können. Ich glaube, da könnte man durchaus noch ein bisschen an der Tonalität arbeiten. Mhm. Aber ansonsten gefällt mir das Bild sehr gut. Manchmal stelle ich hier, so, wenn Gäste da sind, so Fragen, so, was wäre wenn? Würdest du es noch besser finden, wenn die zweite Person nicht vor dem Zug wäre? Also der jüngere Mann da, der mit dem Rucksack und der Jeansjacke? Man kann jetzt natürlich anfangen, das gesamte Bild umzukrempeln und zu sagen, pass mal auf, wenn ich schon inszeniere, dann inszeniere ich das jetzt mal so richtig durch. Ja. Da fallen einem natürlich noch ganz viele Sachen ein. Aber ich finde, es ist erstmal so, wie es ist, eigentlich eine stimmige Geschichte. Okay. Okay. Wenn der weg wäre, dann müsste man anfangen, was zu verschlimmbessern. Mhm. Und ich habe in meiner Fotografenkarriere immer gesagt, also immer, wenn wir ein Fotomotiv aufgebaut haben, dann fotografieren wir das, dann ist gut. Und dann können wir anfangen, das zu verschlimmbessern. Mhm. Wenn es dann nachher am Ende nicht besser geworden ist, dann so. Aber ich finde das okay, ich verstehe. Als Angang super. Sehr schön. Mir gefällt es auch sehr gut.
Dann haben wir von Detlef Boot ein Bild, das ist beim Fischfang irgendjemand. Detlef, Entschuldigung, wie heißt der? Detlef Boot. Boot. Ah, glaube okay. B-O-T-H. Ja, Nomen ist Omen. Der hat hier, ja, in der Tat, okay. Der hat hier irgendwelche Fischer fotografiert, auch mit sehr langer Brennweite. Ich habe mal schnell nachgeguckt, 300 mm Kleinbild. Ja, was mir gefällt, sind die Farben. Ich sage ganz offen, mir gefällt, was auf dem Boot los ist. Mhm. Also da ist eine Menge los. Unfassbar, dass so viele Menschen auf diesem Boot mitfahren, um den Fischfang zu machen. Mhm. Die haben ja ganz offensichtlich auch keine elektrische Winde, sondern ihr seht ja, was die machen. Die ziehen das Netz von Hand raus. Und wenn der Fang gut war, dann ist da bestimmt auch eine Menge zu tun. Aber ich finde es ganz erstaunlich, dass so viele überhaupt auf diesem Boot sein können, wenn das irgendwo weit draußen auf dem Meer ist. So. Und die Farben gefallen mir. Bildschnitt und so, naja, ich sag mal so, da wäre, glaube ich, mehr gegangen, weil es ist doch alles sehr, sehr mittig und ich jetzt so hingucke, könnte ich mir vielleicht so vorstellen, vielleicht wäre es sogar schöner, wenn es horizontal gespiegelt wäre. Das wäre hier kein Problem. Das Boot hat keinen Schiffsnamen aufgedruckt und auch sonst von den Jungs trägt niemand irgendwas mit richtig Schrift auf dem Shirt. Naja, so ein bisschen vielleicht. Tragen ja auch alle Fußballtrikots, ne? Oder zumindest einige, die da so sitzen. Ja, aber auf alle Fälle schöne Szenerie. Mir gefällt das. Ein bisschen exotisch. Wie findest du es? Ich finde den Zeitpunkt des Fotos super, weil die Sonne nicht Mittag runter brezelt, ja, sondern weil die eine wunderschöne Streiflicht gibt durch das Netz durch. Ja. Das bringt Atmosphäre. Mhm. Ich bin überhaupt kein Freund von Spiegeln oder sonstigem Zirkus, sondern okay, ich bin da schon eher Purist und denke, wenn es so war, dann war es so und dann sollte man es auch so lassen. Mhm. Wo ich dich absolut unterstütze, ist, dass man den Ausschnitt hätte anders wählen können, sollen und müssen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, wenn man ein Boot anschneidet, ist es kein Boot mehr. Aber ich denke, das, was mir sofort ins Auge gesprungen ist bei dem Bild, ist diese Anstrengung, die die Männer haben, um das Netz hochzuziehen, diese körperliche Anstrengung, die sieht man richtig, massiv. Mhm. Aber das Auge wird dadurch abgelenkt, dass der Ausschnitt eben aufs ganze Boot gelenkt ist und nicht nur auf die. Ich habe gerade instinktiv die Hände beide hochgenommen, links und rechts, und das Ganze mal als hochgelenkt Kantbild mir angeguckt. Wenn man das bisschen dann reduziert, dann sind die Männer auch genau im goldenen Schnitt. Ja. Und dann wäre das noch viel verstärkter, diese Aussage. Ja, und dass die das Netz nicht irgendwo aus einer Tonne ziehen oder vom Land, das ist ja klar, dass die irgendwie auf dem Boot arbeiten. Insofern. Ja, das sieht man ja auch, weil unten ist ja dann immer noch Wasser, wenn es ein Hochformat ist. Also von daher. Ja. Also ich denke, das Querformat ist hier falsch gewählt. Ich hätte hier ein Hochformat genommen, aus dem Grund eben, um das Wesentliche dieses Bildes noch zu verstärken. Da ganz brandheißer Tipp an alle. Manche sage ich nicht häufig in der Bildbesprechung, aber das Wichtigste am Fotografieren ist das Weglassen. Alles das, was zum Bild nichts beizutragen hat, erstmal ausschließen aus dem Foto. Genau. Ja, und dann was dazu nehmen, wenn man sagt, das ergibt einen Sinn, um das Foto besser oder anders zu machen. Absolut. Und hier hätte man eine Menge weglassen können. Dieter Kolb, der war in der Taugelklamm, irgendwo Schlucht, Red Canyon, steht das nur im Bildtitel. Dieter, ja, vielen Dank für deine Einsendung. Muss ich mal ganz kurz überlegen, wenn diese Folge online geht, sind wir beide aus Island, glaube ich, schon zurück. Das heißt, wir können wieder das Bild auch nochmal in live sprechen zwischendurch. Ja gut, ich bin ja hier der Langzeitbelichtungspapst auf dem Sofa, könnte man sagen. Insofern, mir gefällt die Belichtungszeit. Ich finde das Ausgebrannte hinten vom Wasser nicht ganz so ideal. Das ist mir ein Tick zu hell. Insbesondere, wenn ich mir angucke, wie hell das insgesamt belichtet ist. Wahrscheinlich hast du da ja schon in irgendeiner Bildbearbeitung dann rumgedreht, weil das hier vorne ja ganz offensichtlich Teile davon im Schatten liegen von der Felswand und das ganze Bild hat sehr wenig Dynamikumfang. Aber gerade wenn es hier im Vordergrund so hell ist und da noch so viel Reserve war, dann finde ich, dass es hinten ausgebrannt ist, nicht ideal. Also da ist einfach ein Tick zu lang drauf belichtet worden auf dem Wasserfall. Die Struktur unten finde ich mega im Wasser. Mhm. Und auch die Spiegelung an den Wänden und diese Reflektionen, die da drauf sind, die finde ich richtig cool. Aber abgesehen davon, dass es hier hinten so ein bisschen weiß und ausgebrannt ist, finde ich es eigentlich so ganz schön. Ich habe nur schon gesehen, du hast schon mal wieder die Hand irgendwo vorgehalten, Christian. Dir gefällt irgendwas am Bildschirm nicht ganz so doll, ne? Ich bin als Fotograf ein Haptiker, deswegen ist das immer, ich habe die Bilder immer gerne in der Hand und gucke dann auch immer mit den Handflächen, ob das nun... Ich würde jetzt ungern meinen Retina abbrechen. Nein, aber ich finde, Fotografie ist was Haptisches. Auf jeden Fall. Besonders wenn man Fine Art Fotografie macht und das geht ja hier richtig in die Richtung, dann ist das auch nicht ganz unwichtig, dass man sich das nur am Computer in der sondern dass man das auch mal schön printet auf einem Baryt-Papier oder so, dass man es in der Hand, dann ist es noch eine völlig andere Wertigkeit auf jeden Fall als nur auf dem Rechner. Aber nichtsdestotrotz, warum habe ich das gemacht?
Mir ist aufgefallen, dass es für mich dynamischer wäre, wenn man ein Fünftel rechts abschneiden würde, eventuell sogar als Quadrat. Das nehmen würde, wenn rechts trägt für mich nicht so viel, also der rechte Bildrand trägt für mich nicht so viel zur Bildinformation bei. Für mich ist es ein Bild, das aus einer Dualität besteht, einmal aus dem Fließen des Wassers und einmal aus dem Stringenten dieses Felsens. Und dieser Gegensatz, der wird quasi so ein bisschen aufgeweicht, weil rechts zu viel Information ist. Wenn man das anschneiden würde, dann wäre es für mich viel dynamischer. Cool, guter Hinweis, sehr guter Hinweis. Franz Nagler, der hat hier bei irgendeinem Konzert fotografiert, auch in Schwarz-Weiß. So, das ist jetzt nun gar nicht mein Genre, also ich kann da wirklich ganz wenig zu sagen, außer dass ich das sehr ausdrucksstark finde, so wie derjenige in seinem Song oder dem, was er da tut und aufgeht. Ich persönlich, so als derjenige, der ja auch bekannt ist, also der immer so ein bisschen auch darauf guckt, wie ist es technisch gemacht, finde gar nicht gut, dass das Mikro scharf gestellt ist und das Gesicht des Musikers unscharf ist. Weil sonst finde ich die Belichtungszeit geil. Ich mag, dass die Hand unscharf ist, dass man sieht, dass der spielt und insgesamt. Und ich könnte auch mit ein bisschen Bewegungsunschärfe im Gesicht leben. Aber das ist irgendwie, ich glaube, das ist ein Ticken out of focus. Das gefällt mir persönlich nicht ganz so gut. Wie geht's dir damit? Er ist ja nun genau mein Ding, Musik und, und Fotografie. Richtig. Ist neben Fotografie und Bötchen fahren meine zweite Leidenschaft. Mhm. Also was fällt dem Herrn musizierenden Fotografen sofort dabei auf? Es ist keine Gitarre. Die hat nur 4 Saiten. Okay. Also der ist da schon mächtig drin in dem, was er da macht. Was ich schade finde, ist, dass die Gitarre nicht ganz drauf ist. Ich mag keine Bilder, wo Finger angeschnitten sind, weil die braucht man ja zum Gitarrespielen doch möglichst ganz. Und eine ganze Gitarre ist bei einem Konzert auch hilfreich. Deswegen würde ich da ein bisschen zurückgehen. Was mich stört, ist, dass die Gitarre, die er nicht braucht, da genau hinter ist. Ja. Und die lenkt einen im Prinzip von ihm sehr ab. Mhm. Ansonsten finde ich die Tonalität dieses Bildes ein bisschen komisch. Die ist so eher gelb-bläulich. Ja. Und nicht nur schwarz-weiß. Mhm. Also das ist irgendwie getont, was das Bild gar nicht braucht. Wenn man dieses Bild einfach in schwarz-weiß drucken würde, wäre es, glaube ich, würde es dem Bild mehr zuträglich sein, als wenn man so eine komische Farbnuance da noch reinbringt, wo sich der Betrachter fragt, warum eigentlich? Mhm. Weil die Information, die da liefert der Sänger, dass er so da drin ist in seinem Stück, das reicht mir schon. Da brauche ich nicht noch was zu verschlimmbessern. Mhm. Dann haben wir noch eine Aufnahme, die ist auch so was Ähnliches wie schwarz-weiß, hätte ich was gesagt. Die ist von dem Konstantin Hilkert und ich weiß gar nicht, was das ist. Also ich bin wirklich überfragt. Also ich vermute, dass das unten ein Kopf ist, unten rechts. Oben, keine Ahnung. Und hinten steht ein Haus. Also ist das Kunst oder kann das weg? Das ist eine sehr gute Frage. Das oben sieht fast aus wie so ein Sonnenschirm, Regenschirm oder irgendwie so, als ob er da durch die Gegend läuft. Ich habe ja vorhin was von Bildsprache gesagt. Also das Foto verstehe ich nicht. Okay. Weil es einfach zu abstrakt ist, ne? Zu undeutlich. Also man weiß gar nicht, was das Motiv ist, oder? Ich finde ja abstrakt grundsätzlich immer ganz gut, nur es ist mir zu nah dran. Okay. Also wenn ich finde die Idee spannend, vorne was Scherenschnittartiges in Schwarz-Weiß zu haben, ohne eine Tiefe drin, null Tiefe, einfach nur eine schwarze Fläche, die aber einen schon irgendwo anregt nachzudenken und hinten was Dreidimensionales. Okay. Das finde ich, also dieser Unterschied, dieser Gegensatz, den finde ich hochgradig spannend in einem Bild, nur die Geschichte, die er mir damit erzählen will. Ich brauche immer irgendeine Geschichte, die kommt mir jetzt nicht so, wenn das ein bisschen weiter weg wäre, dann würde ich mir vielleicht, wenn der noch über eine Pfütze springt, aber dann würde der wahrscheinlich auch Cartier-Bresson heißen. Ja, schon klar. Aber nach nichts anderem haben die großen Fotografen auch fotografiert. Ja, die haben das zusammen konstruiert, ihre Bilder, und so lange gewartet, bis da halt jemand passiert. Über die Pfütze springt. Ja, genau. Und das kann man ja hier auch genauso machen. Also ich würde da unbedingt weiter dran arbeiten, vielleicht eine Serie dazu machen, Gegensätze, was Dreidimensionales und vorne was Eindimensionales. Okay. Mal gucken, ob es hier eine Geschichte gibt in diesem Foto von Mario Prinzhausen. Der hat in Berlin was fotografiert. Ich sage wieder was, da mag Christian vielleicht gleich eine ganz andere Meinung zu haben. Mein Feedback zu dem Foto ist, da ist ein verdammt geiler Graffiti-Künstler am Werk gewesen.
da hast du leider nicht zu beigetragen. Du hast es abfotografiert. Und das planparallel zur Sensorebene, also sehr flach von vorne. Und wenn das Bild für mich von was lebt, dann ist es von den Graffitis, besonders von diesen drei Köpfen da oben und auch von dieser, ich sag mal so eine Art Straße mit als Draufsicht, die dazwischen zweimal gemalt ist. Und unten rechts in der Ecke läuft noch jemand irgendwie seinem Hund oder irgendwas hinterher. Das finde ich alles megamäßig von den Künstlern. Du hast halt nur ein Foto davon gemacht. Das ist die Schwierigkeit, die ich mit dieser Art Fotografie habe. Und das finde ich noch nicht mehr so ideal beschnitten, weil du hast an dem Bild schon rumgeschnippelt, wie wir ganz deutlich am Bildausschnitt sehen können. Aber links am Bildrand steht so ein Gehwegstopper, der da angeschlossen ist am Gitter. Ja, mit einer Werbeplane. Da eine Werbetafel drin wahrscheinlich. Das finde ich leider nicht so richtig ideal und gut gelöst. Laubbläser wäre super, ne? Ja, ja, oder ein Besen. Ja, aber das ist ja Arbeit. Laubbläser ist halt nur laut. Nee, aber mal Spaß beiseite. Als ich mir das Bild angeguckt habe, also du hast vollkommen recht in dem, was du sagst, aber ich versuche immer noch irgendwie da einen Schritt weiter zu gehen und zu gucken, was kann man daraus machen, ja, damit es ein Bild wird, weil das ist jetzt ein Repro. Mhm, genau. Genau. Würde ich jetzt einfach sagen. Ja. Hast du gut gesehen? Drei Gesichter. So, was mache ich jetzt damit als Fotograf? Mhm. Jetzt würde ich, ich spinne jetzt einfach mal, ich stelle da vorne irgendwie ein Kind mit einem roten Luftballon hin und diese Kreuzung, vor die weiße Kreuzung. Ja. Und das Kind springt dann noch hoch oder irgendwie sowas. Mega. Dann gucken nämlich die drei Gesichter genau das Kind an, was hochspringt, was auch durchaus eine Unschärfe haben kann, eine Bewegungsunschärfe. Ja. Weil dann hast du auch die zwei Geschichten, dass du einmal was Statisches hast und einmal was in Bewegung hast. Und dann wäre es eine Komposition. Boah, da gibt es eine richtig gute Nachricht. Ich weiß nicht, Mario, ob du aus Berlin kommst, aber wenn du daher kommst und du solltest dieses Foto machen, verlinke es hier unter dem Video oder sende es neu ein und ich lasse es dem Christian zukommen. Sehr gerne. So zum Gucken. Ja, ist cool. Weil in der Tat ist eine richtig geile Idee, irgendwie das aus dem Bild ein Foto zu machen. Und das finde ich mega. Und wenn du was eine andere Idee hast, ja, also jemand springt mit dem BMX-Rad in das Bild rein oder irgendwas, ja, genau, ist egal, was du tust, ja, mach aus diesem Bild, was da andere hingemalt haben, dein Foto. Und wenn du das fertig hast, schick es. Letztes Bild für heute kommt von Wolfgang Swoboda. Und der Wolfgang, der hat, ja, hat er einen Rabbiner fotografiert oder einfach nur einen alten Mann? Wir können die Schrift leider nicht lesen, also wir wissen nicht ganz genau. Das ist ein bisschen hier unten. Nee. Ja, könnte sein. Das ist hebräisch. Genau, auf alle Fälle ist es ein sehr, finde ich, für mich sehr intimes Foto, weil du sehr nah dran gewesen bist und im Prinzip mit dort in das Buch reinguckst. Es ist insgesamt vielleicht nicht so ganz ideal, sag ich mal, gestaltet, weil ich finde, dass was das Wichtigste ist, nämlich das Brillenglas zusammen mit dem Buch, das ist schon, wenn man so ein bisschen ausmittelt, eben genau in der Mitte. Und da muss es nicht sein, glaube ich. Das hätte man nicht tun müssen. Ich finde unten den Rand vom Knie, also vom Bein vermute ich, der da neben dem linken Ärmel ist, der da unten an der Bildkante noch so rausguckt. Ja, das wäre mit einem bisschen Kroppen daraus weggeschnitten gewesen, das ist völlig unnötig. Und oben rechts über der Schulter ist auch noch irgendwas. Also du weißt es ja, Wolfgang, wir kennen uns auch hier aus den Bildbesprechungen. Ich mag es, wenn es aufgeräumt ist und das ist schon ziemlich aufgeräumt, aber an manchen Stellen ist halt noch so ein bisschen was, gerade so am Bildrand, was ich nicht ganz so ideal finde. Mal gucken, was der Christian so sagt. Tja, ich mag Schwarz-Weiß-Fotos sehr, sehr gerne, ja, weil sie auch die ganzen alten Reportagebilder von den großartigen Fotografen alle ja erstmal schwarz-weiß waren. Deswegen, Schwarz-Weiß ist eine Geschichte, da reduziert man ja die Farben nicht ohne Grund. Man macht das heutzutage ja, weil man damit was aussagen will. Jetzt frage ich mich natürlich, was will der Wolfgang uns damit eigentlich sagen? Ja. Ich schließe mich Frank natürlich an. Rechts über der Schulter verstehe ich nicht, links unten verstehe ich nicht. Links oben das schwarze Dreieck verstehe ich auch nicht. Mhm. Also wenn man nicht in der jüdischen Mythologie unterwegs ist, was ich ehrlich gesagt nicht bin, da haben ja Zahlen ganz besondere Aussagen und da habe ich aber keine Ahnung davon. Ja. Also ich sehe jemanden, der liest so. Ich frage mich, ob du ihn gefragt hast, ob du das überhaupt fotografieren darfst. Und die zweite Frage ist, was willst du damit aussagen? Also ich verstehe die Aussage des Bildes nicht. Für mich wäre da eventuell die Möglichkeit, weiter wegzugehen, den ein bisschen mehr in der Ecke zu setzen
um dann auch zu zeigen, nicht nur, dass er liest, das ist ja klar. Weil wenn einer ein Buch vor der Nase hat und reinguckt und dann auch noch eine Brille auf hat, dass er liest, ist ja jedem klar. Nur, ich möchte in dem Bild gerne eine zweite und eine dritte Ebene haben. Und die wäre beispielsweise zu sehen, nicht was er liest, aber dass da eine große Leere in ihm ist oder eine große Fülle oder irgendwas anderes, dass ich in dem Bild auch noch sehen könnte als zweite, dritte Ebene, wie er sich dabei fühlt, wenn er es liest. Dann wäre es für mich ein richtig gutes Bild. Okay. Ja, ein guter Hinweis eigentlich, man könnte sagen, wie immer, das Umfeld mit einbeziehen. Vorhin habe ich gesagt, weglassen ist das Wichtigste. Hier bei so einem Reportagefoto ist weglassen nicht alles, weil es fehlt im Prinzip die Umgebung quasi. Also um für uns beide, für den Christian und mich und auch für jeden anderen Betrachter einordnen zu können, was sehen wir wirklich? Weil wir wissen nicht, was ist der Hintergrund und was bewegt ihn dazu, da zu sitzen und zu lesen. Der kann ja theoretisch am Rande eines Straßencafés sitzen mit Blick zum Gehweg. Der könnte aber auch irgendwo direkt an der Klagemauer sitzen. Alles das wissen wir nicht, weil das ist nicht im Bild. Das heißt, wir können überhaupt auch nicht zuordnen, wie fühlt der Mann sich und warum liest der an der Stelle. Genau. Das ist an dem Winkel ein bisschen geschuldet, dass du so von hinten rauf fotografiert hast und sicherlich auch so ein bisschen dem Bildwinkel und wie nah du dran warst. Also hier hätte es vielleicht tatsächlich geholfen, 3 Schritte zurück, mehr Weitwinkel und so ein bisschen zeigen, was ist da. Ja, dann wären natürlich noch mehr von dem Knie drauf und das rechts oberhalb der Schulter auch. Aber dann würden wir zumindest vielleicht auch erkennen, was es ist und es würde was zum Bild beitragen können. So ist das eben tatsächlich leider nicht der Fall. Genau. Ich freue mich mega, dass du noch eingeschaltet hast. Ich meine, es hat ja wieder auch einen Moment gedauert, bis die 10 Bilder besprochen waren. Wenn es dir so gut gefallen hat wie mir mit dem Christian hier auf dem Sofa, gib einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und teile das Video mit deinen Freunden. Und check super gerne auch die Links unter dem Video aus. Da ist der Oberstdorfer Fotogipfel verlinkt, da ist der Fotohafen Hamburg verlinkt und da ist auch Christians Webseite zu finden oder seine Facebook-Seite. Da guckst du mal einfach rein, da findet ihr schon irgendwie zusammen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Besprechen, weil das war schon wieder schön, auch eine Sichtweite von jemand anderem zu hören. Außerdem, du weißt es auch, es macht mir auch Spaß mit dir auf dem Sofa und so weiter. Wir wollen uns nicht immer nur gegenseitig belobhudeln, aber es ist ja wirklich so. Beruht aber durchaus auf Gegenseitigkeit, mein Lieber. Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ne? So, ja. Wir können. Ich finde das super. Ich finde das großartig. Ja, ich finde das wirklich großartig und sollten wir vielleicht ein bisschen öfter machen. Wir gucken mal. Das liegt auch an dir. Schreib es hier unten in die Kommentare, wenn es dir gefallen hat. Und ja, in diesem Sinne, wie immer, danke an dich, Christian. Und wir sehen uns spätestens nächsten Samstag, 14:30 Uhr, hier auf dem Kanal wieder. Ciao, ciao.